Hi Leute und willkommen zurück bei Saints Row 4. An meiner Seite natürlich wieder der total bescheuerte Jakon. Uje Gaming! Ach ja, jetzt kommt wieder die Schleichwerbung. Ja, es war ganz, ganz leise. Das hat kaum wer mitgekriegt jetzt. Ja, natürlich. Du Außerdem sagst. gehörst du ja quasi mit dazu. Ja, das ist richtig. Ich gehöre nicht nur quasi mit dazu, Ja, ich du gehöre gehörst mit dazu. dazu. Ja, So, gut, was das machen wir war's. jetzt? Nichts, Jetzt haben das wir keinen Bock war's. mehr. Das Ich ist habe okay. Werbung gemacht, ich kann gehen. Ja, dann laden wir das jetzt gleich hoch, würde ich Ja, vorschlagen. ich denke auch. Und machen eine Dauerschleife, 10 Stunden oder so. Ja, wir rennen jetzt einfach hier durch um dieses Terminal Ja, ist gut, und. aber im Gegengesetz bitte, dann muss ich auch was Ja, bringen. aber nicht, dass du mal gegen mich läufst. Und Nee, das das ist. lassen wir dann jetzt hier 24 Stunden laufen. Machen Livestream bei Twitch. Alter, da werden uns diese Donations nur so zufliegen. Ich denke auch. Ich habe hier irgendwo eine Gummipuppe gesehen, kann das sein? Nein, ich habe sie gesehen. Oh, verdammt. Jetzt bin ich als erster da. Außerdem ist das Ey, Gabriele. Schätzgelein, wie läuft's mit dir? Lass sie los, fass sie nicht an die harten Nippel. Ich gar nichts an, wo ich sie anfasse. Was hat die einen Tanga an? Ein Schlüppi? Ach, der ist aufgemalt, ja? Oder was soll das sein? Naja, der ist schon fast wieder weg, so Könntest du oft mal wurde sie weggehen? benutzt. Ich möchte ihn auch Geht mal, ich nicht. möchte die auch mal zeigen. Nette Gabriele ohne. Ach, vorne hat sie Haare. Denk dran, das musst du alles rausschneiden, wenn du das machst. Ach Quatsch, das ist eine Puppe. Da schneide ich nichts raus. Hey, ich hänge fest. Gabriele hat mich in ihrem Würgegriff. Sie hat ihre harten Schenkel um meinen Hals gelegt. Ja, ist okay. Wir wollen das gar nicht so genau wissen. Ah, hier ist ein Billardtisch. Ja, dann lass mal ein bisschen Billard spielen. Ach, muss nach unten. Sag das doch gleich. Taschenbillard? Nein, das spiele ich mit dir nicht. Das ist gut. Mann, ich will auch mit dir so einen schönen Wrestling-Move machen. Geht hier drin nicht. Nee, ich gehe sie auch generell nicht bei dir. Ich weiß nicht, ob wenn man Friendly Fire einstellen würde, ob das dann gehen würde. Das wäre natürlich ganz geil. Wäre es überhaupt nicht, dann würden wir uns nur noch gegenseitig metzeln. Ich Und hätte dich mal kurz dann könnten wir ins. wirklich einen Livestream machen. Mit gegenseitig metzeln. Hier gibt's Text-Adventures auf dem PC. Keine Oh Gott. gefunden, doch nicht. Hilfe an den Weihnachtsmann, auch keine gefunden. Text-Adventures, nee, doch nicht. Hier ist ein Wasserspender, falls du dich mal ein bisschen dehydriert fühlst. Ja, habe ich schon mal. Gut, ich würde sagen, hier ist langweilig, oder? Ja, also ne, irgendwie gerade nichts zu Gehen wir mal tun. runter. Gehen wir mal Ich runter. drücke jetzt mal E. Mal gucken, was dann passiert. Ich drück auch mal E. Ich weiß aber, was passiert. Okay, und jetzt möchte ich einfach hier zum Portal und. Boah, Das Grafikdesaster. Grafikdesaster. Wuhu, Ist jetzt doch bin ich wieder in geil. meinem sexy rosa Muskelshirt. Huch. Ey, du Schwanz. Man tritt Jetzt keine geht's Leute, die wieder. gerade aus dem Portal kommen. Sagt wer? Das ist eine Regel. Das ist die Portalregel. Hast du gerade aufgestellt, ja? Nein. Ach so, die gab's schon vorher. So, was Wie? machen wir Kannst du denn? mal im Duden nachschlagen? Vor allem im Duden. Die Portalregel. Ja. Ja, es ist okay. Oh, da war gerade ein Auto im Weg. Ich habe einen LKW weggerammt. Oh! Mir hat eine Frau ein Bein gestellt. Weißt du, ein LKW kann ich wegrammen, aber ein High Heel von einer Frau, der bricht mir das Bein. Ja. Vor allem kann ja so ein High Heel von der Frau auch das Herz brechen, du. Das Herz brechen sogar. So, ich hau jetzt ab. Hier sind Ich irgendwo auch. Bullen hinter Was mir machen wir her. hier eigentlich? Fliegen wir wieder durch die ganze Bude? Oh. Ah! Wir eine kleine Kletterpartie machen? Hui, da hat's wieder gestockt. Ach so, ja, doch. Das könnten wir mal eigentlich machen. Wo haben wir denn den nächsten? Hätte ich Bock drauf. Ist das direkt hier vor uns so eine Kletterpartie oder? Ich sehe dich gerade nicht. Das große Ding da? Nee, also links und rechts, die haben wir ja beide schon, die Türme. Ich würde sagen, ich guck mal eben auf die Karte, ey, wie spät Juhu. es ist. Und was sagt die? Was wird denn hier als Turm angezeigt? Das ist hier gerade die Frage. Ist das hier unser? Nee, Kaufhaus. Oh, ich bin gerade beim Unruheherd. Den können wir schnell räumen, wenn wir schon mal da sind. Ja, ich gucke erstmal ganz gemütlich hier, wo denn jetzt der Die Turm Betonung ist. lag auf wir. Ich weiß gerade nicht, was die Türme hier angezeigt werden. CC Joker hat etwas eingesammelt, was ich Bam, übersehen bam, habe. bam, bam, bam. Wuhu. Oh nein. Abgestürzt. Ich habe übrigens keine Waffe ausgewählt. Könntest du mal machen. Sollte ich, ne? Hier komme ich. Jawohl.
Ich schmeiß lieber einfach alle weg. Ah! Ah! Nein! Was denn? Bin hier runtergepurzelt. Warum? Weil mein Spiel speichert. Ne, hat's gar nicht. Bam! Ich mach hier einen super Move nach dem anderen. Ich brauche aber keine Waffe. Wir sind schon ein bisschen über, ne? Wir sind die geilsten Präsidenten, die es gibt. So, Waffe. So, hier unten ist noch wer. Was ist denn das? Wo bist du denn? Hallo. Welche Waffe ist denn die geilste? Meine. Welche hast du denn? Aber manchmal ruckelt das hier aber auch echt bescheiden. Soll ich mich ausziehen, dir zeigen? Hm? Meine Waffe? Komm her. Nein, bitte nicht, tu's nicht. Na gut, dann tanze ich halt so. So, was ist ein Turm? Da hinten ist ein Turm. 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 Oh, du guckst gar nicht, wenn ich tanze. Doch, nochmal, komm. 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 Jetzt da. Wir haben jetzt erst ein bisschen später angefangen, aber sehr elegant. Also, es passt zu deinem Oberteil. Ja, finde ich auch, ne? Da hinten. Siehst du, oder? Also entweder geradeaus oder weiter nach rechts. Hier gucke ich hin. Ah, ich, da lang. Ja, oder da hinten lang. Ich kenne den Weg. Oh, oh. Oh, Mann. Erstmal noch alles einsammeln. Ich habe ihn jetzt schon wieder aus den Augen verloren. Ja, ist ja auch ganz schön klein. Wo ist er denn? Geradeaus, einfach geradeaus. Da ist keiner. Natürlich, da ganz hinten. Ich sehe hier nur blaue Türme. Du siehst doch dieses schwebende Ding da oben. Hier ist ein Unruheherd. Willst du ihn auseinandernehmen? Hier ist überhaupt kein Unruheherd. Oh, rechts. Du bist der Unruheherd. Okay, hier. Was machst du denn da für ein Breakdance? Der Mensch, der hat mich gerade... Headshot. Hier ist ein Unruheherd. Willst du ihn auseinandernehmen? Ja, mach ich gerade. Mit einer Scheißwaffe. Jetzt sage ich, laufe mal wieder. Löwenzahn. Zack! Und kick it! Like Beckham! Hm. Und Clothesline, jawoll! Bist du Keira Knightley? Ich bin. Nee, ich bin nicht Keira Knightley. So, kommt jetzt mal wieder wer von oben? Nö. Von hinten könnte. Nein. Hm. Der Olli mag's von hinten am liebsten. Ja, oder auch nicht. So, können wir jetzt mal weiter zum Tuam. Da ist keiner. Na, da hinten. Lauf dir jetzt nach. Ja, bitte. Boah, dieses Speichern. Wie oft speichert dieses Spiel eigentlich? Ich sehe immer noch keinen Turm. Ist der nächste Unruheherd. Ah. Aber du bist ja schon dran vorbei. Hier ist eine Brücke. Da laufe ich jetzt rüber, ne? Oh, verlass Unruheherd. Wir haben halt noch ein bisschen vor uns. Wir haben... Ach, da hinten ist ein Turm. Wir haben halt den falschen ausgesucht. Wir hätten eher den rechts nehmen sollen. Was ist denn das hier? Ey, da fliegt was rum, da fliegt was rum, das hol ich mir! Auf mich. Schnell! Nein! Was bist du denn? Bist du eine goldene Kugel? Scheiße, ich häng am Baum! Ich hab keinen Sprint. Komm schon! Jawohl! Ich weiß zwar nicht, was ich damit brauche, aber. Was ich damit mache. Was noch? Da sind zwei Stück noch. Das ist auch so eine goldene Kugel. Ich spring jetzt hier hoch, da will ich hin. Wuhu! Da schießt wer auf mich? Ja, wir sind ja auch fast voll gesucht. Voll gesucht? Ach nee, voll gesucht, das ist ja eher GTA-Slang, ne? Ist das so? Ich glaube zumindest bei San Andreas war es so. Voll gesucht? Ich hab nicht Deutsch gesprochen. So. Da oben ist jemand. Wo denn? Wo denn? Du verlässt den Hotspot-Bereich, was heißt das für mich? Ich schwebe. Wir haben es endlich geschafft. Oh, jetzt bin ich wieder unten. Jetzt gehen wir flott. Oh. Ich glaube, der ist zu hoch für den ersten. Aber der hier ist, der geht. Oh, ich komme nicht hoch. Das passiert ja öfter in letzter Zeit. Wieso komme ich denn da nicht hoch? Wo denn? Muss ich ja schaffen. Hier zu mir kommst du. Voll aufladen und Tempo. Oh nein, springe ich mir da unten gegen. Also es geht nicht. Ich hab mal den Warp-Punkt aktiviert, jetzt kannst du hoch. Na, ein Glück. Ich schaff's doch sonst alleine nicht. Wuhu! Yeah! Sollte dir Gedanken machen, dass du es alleine nicht hoch schaffst. Ja, ja, ja. Oh, laufen, laufen! Oh. Mach ich doch, mach ich doch, mach ich doch, mach ich doch.
Noch weiter ich laufen hier. Oder was? Wo geht's denn jetzt wieder weiter? Ach da. Da hoch, den Turm hochlaufen. Nee. Bist du unten oder was? Ja. Oh ey, echt ey? Was echt ey? Schon wieder runtergeflogen. Naja, ich sammle da schon für dich ein. Ja, ich warte unten. Da hab ich immer Bock auf Klettern. Ja, dann mach doch. Hier, Wegpunkt. Wo muss ich denn hin? Kannst jetzt hochkommen, komm. Gut. So, jetzt bin ich wieder Einhör. Jetzt muss ich hier mal laufen. Nur Einhör? Ich hab doch gerade einen Wegpunkt gesehen. Achso, laufen. Laufen, ja! Oh nein. Wo bin ich jetzt gelandet? Wo geht's denn hier weiter? Da springt irgendwas. Das nehme ich mal auf. Ist bestimmt was für den Fail, Best of Fail, Olli. Ich weiß nicht, wo es jetzt lang geht. Jetzt bin ich runter. Guckt euch den Hampelmann an. Jetzt nimm den Warp-Punkt, dann bist du gleich da wo bei ist mir er denn? Gegenüber. Na, auf dem untersten Teil. Oh. Komm schon. Also ich spiele ja dieses Spiel eigentlich auch nur mit, um alle Leute zu belustigen. Nicht, weil ich es kann. Das ist ja bei allen Spielen bei dir so. Psst. Uhu. Einmal läuft denn dein Blackguards jetzt einwandfrei? Mein Blackguards läuft einwandfrei. Na, das ist doch schön. Das ist auch nicht so hektisch, da kannst du. Ja, das ist rundenbasiert, das ist genau das Richtige für mich. Und Sprung! Jawohl, ja! Oh, nein. Hä? Huch, kannst du mal den einen einsammeln da bitte? Was? Bist du schon wieder unten? Nein. Bin ich nicht. Wer are you? Jetzt bin ich unten. Alter, das ist nicht dein Ernst. Ich habe aber wieder einen Warp-Punkt gesetzt, ne? Das ist gut. Ich komme gleich. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, wo ich mich bei meinen Zuschauern entschuldigen müsste, dass ich es nicht kann, aber nein, das mache ich nicht. Macht er nicht? Nein, habe ich keinen Bock zu. Das macht er nämlich nicht. So. Hast du jetzt eigentlich diese eine Datensammlung noch bekommen? Nö, die habe ich dir überlassen, aber du bist ja dann hier runtergepurzelt. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin und wo ich hin muss. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ach, da geht's lang. Ich würde ja fast sagen, ich bin vor dir. Ja, aber das kann ja gar nicht sein. Das sieht gerade danach aus. Mann, bin ich gut. Da bin ich. Oh! Ich komm nochmal. Ich laufe hier ein paar Runden. Ja, ist okay. Dreh so meine Runde. Nee, ist falsch. Es dauert wieder Stunden. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ah, kannst runter, ich bin oben. Wo muss ich hin? Es blendet mich alles. Oh. Ach da. Hast du oder was? Hast du? Ey, ist ja ein geiles Flugzeug. Ein Fliegzeug. Aber das kann ich nicht. Turm freischalten. Hast du geschafft, ja? Das ist doch das erste Mal, dass ich das jetzt selbst sehe, dass wie ein Turm freischaltet. Wieso kann ich denn das Fluggerät hier nicht nehmen? Keine Ahnung. Verdammt ist das hoch. Verdammt. Scheiße. Kann einfach nicht wahr sein, sage ich euch. Da haben wir es. Internetverbindung, ja? Nee, Internetverbindung alles supi, aber das Spiel verabschiedet sich scheinbar ab und zu mal. Wenn es bei dir läuft, läuft es bei mir nicht. Naja, jetzt sind wir wieder hier an unserem tollen Portal. Hoffen, dass unser einer Turm jetzt auch unserer ist. Aber also es sieht mit Sicherheit. Es sieht so aus. Guck mal, wenn du da hinten in die Ferne guckst, dann leuchtet es blau. Du bist nur jetzt. Ja, das ist toll. Bei mir leuchtet alles blau. Ach, du siehst auch einfach gar nichts. Da ist was Blaues, da ist was Blaues. Siehst du es nicht? Da leuchtet es blau. Wo bist du denn? Hier bin ich. Spring doch nicht über mich rüber. Da hinten meinst du das. Es leuchtet blau. Ja, ganz genau. Geradeaus. Ja. Also hat's funktioniert. Trotz meines Absturzes. Ich würde sagen, machen wir jetzt mal einen richtigen Auftrag, oder? Wollen wir Enter the Dominatrix weitermachen? Können wir tun, müssen wir aber nicht. Aber können wir. Das sind zwar nur Nebenaufgaben, aber... Ja, aber wir können sie ja trotzdem fertig machen, die Nebenaufgaben. Ja, machen wir mal.
Kehre zum Schiff zurück. Na gut. Na gut. Na gut. Was? Mitmachen. Kehre zum Schiff zurück. Wer hätte das gedacht? Dann mal los. Das können wir wenigstens. Ja, Grafik. Overlay. Overlay? So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ach, Mann, sehe ich wieder gut aus heute. Ich möchte dir mal hier einen auf die Fresse hauen, aber es ist nicht. Warum löse ich bei dir eigentlich immer das Verlangen aus, mir auf die Fresse zu hauen? Ich weiß es auch nicht. Wir sind doch auf dem Schiff. Oh, hier ist der Pisspot. Wir müssen nach unten. Abgespaceder Pisspot. Hier geht's los, hier geht's lang. Ja, ich komme. Runter. Kann natürlich auch einfach... Wo geht's denn hier lang? Oh, ich weiß wieder nicht, wo es lang geht. Hallo. Hallo. Coke-Auftrag starten. Jetzt bestätigst du den Auftrag, das ist ja schön. Ja. Donny, thanks for agreeing to this interview. I'm really excited to get an outsider's perspective. Outsider? What are you talking about? I was like the main character of Saints Row 4. You weren't in Saints Row 4. What? It's already out. You weren't in it. Are you serious? We probably should have told him. He was just so excited. Couldn't bring myself to do it. Now I get what Dex is complaining about all the time. So what are we about to see? Well, after Zinyak gets killed, there's no one left to control the simulation. And in order to establish the order, the AI became sentient, taking the form of a dominatrix. Hence the name, Enter the Dominatrix. Yep, single entendre. Very clever. Anyway, the dominatrix takes control over Zinyak's fleet and abducts everyone. That's where we meet Donnie, who takes on a sort of guru role and teaches all of us how to bend the rules of the simulation. What was it like working with Donnie? It was fun. He's a really nice guy. So why did he get cut? Well, you figure me, Matt, and Donnie all kind of filled the same techie Mary Sue role. You only needed two of us to pick her, so Donnie had to go. Why Donnie and not you or Matt? Oh, Matt and I blackmailed the shit out of people. Enjoy the clip! Verrückt! Ich bin ja schon froh, dass meine Internetleitung gerade diese Sequenz verstanden hat. Now we have to put them to good use. With Zinyak gone, the dominatrix was able to become the dominant AI of the simulation. Dominant AI? Is that why she's called the dominatrix? Not exactly. Come on, I know how to find her. Hey, brennt. Ich wollte ihm nur einen Mark setzen, damit wir auch immer finden können. That explanation about how she took over. Kinsey, you know they gotta share the techie stuff. Wait, we're not showing the training sequence? So, komm hier, there wasn't much action to show the audience, so no. But it was integral to the whole story on how I taught you all superpowers. And plus it had some of my best one-liners. Oh, I'm with you, man. I love my good zingers. That's not surprising. Oh. Bazinger, I don't care. Bazinger? Woohoo! Ich vergesse immer die ganze Zeit, dass ich ja diesen super Blast habe. Da sind wir. Also ich bin da. Der ja, ich bin anscheinend auch da. Oh. Du Domina, ist das denn? Tjo. Hat auf jeden Fall zwei Dildos auf dem Kopf. Ach, bekämpfe die Dominatrix, okay? Mach ich. Weg hier! Hui! Ich glaube, ich brauche eine andere Waffe. Scheiße, da ist er mir ausgewichen. Ne? Au! Komm her, du dumme Nuss. Achso, ich kann... Warum kann ich die eigentlich nicht mit dem Nahkampf angreifen? Was ist denn das? Ich hab sie, die ist gleich tot. Gar kein Problem. Komm her. Kabooms! Komm her, you little bitch. Oh. Die hat's nicht drauf mit da? Ihren... Das war's! Lächerlich. Ich wegteleportiert. Was? Hold on, Shandy. Shanti. Pierce, Shanti got taken by the Dominator. Hey, wer schießt hier? Shit, she's got Pierce too. She must have split herself into two copies. You go after Pierce, I'll rescue Shanti. On it. Okay, mach mal so. Alles klar. Donnie always goes after. Falsche Richtung. Oh, whatever. Well, Donnie does make a ich muss jetzt Pierce retten. Du Donnie? Just focus on musst du den blauen Dings rette Pierce. Okay. Der andere da, der unser Begleiter macht, das andere.
I'm sure your day will come, Pierce. Irgendwie ohne Ton zu spielen ist komisch. Warum spielst du ohne Ton? Na, wenn die sich labern, habe ich keinen Ton. Sag mir nicht, was tun. Hier hängt jemand. Oh, damn it! She locked me into this thing. Now get me down. Leave my new pet alone. Schon wieder? Oh. Komm her, du dumme Nuss. I've already got dibs on. Hey! Nimm mal diese heiße Waffe. Hey. Yeah. Verbrenn dich nicht an mir, meine Liebe. Nimm mal dieser Pfosten. Autsch. Hab sie gleich. Da wolltest du es aber noch haben. Was? Oh. Okay, Waffe wechseln für dich gleich. Oi, die Männer mit dem riesen Dildo sind unterwegs. Mag keine Panther. Männer mit Riesendildos. Es sind aber keine Männer mit Riesendildos, es sind Frauen mit Riesendildos. Echt jetzt? Der eine sah eben aus wie ein Mann. Nur weil irgendwer wie ein Mann aussieht, muss es noch lange kein Mann sein. Das stimmt. Da kenne ich ein gutes Beispiel. Ja, echt? Ich ja, der läuft gerade hier in so einem rosa Hemdchen. Conchita Wurst. Oh. Alter, du dumme, hohle Frucht. Wen ja, meinst du jetzt? Einfach niedergemoscht. Das war meiner. Kannst du mal den Panzer da fertig machen? Oh. Ach, scheiße, ich bin ja gerade beschäftigt, ein paar Wrestling-Moves zu machen. Scheiß auf Panzer. Ah, was ist denn das? Achso. Oh, ich dachte, das wäre so ein komisches Alien-Schiff, aber es war nur die Laterne, die umgefallen ist. Bam, 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 bam. Oh, hier sind ja echt Männer in Frauenkleidung. Sag ich doch. Mir glaubst du ja wieder nicht. Nee. So, womit kann ich denn jetzt eigentlich diesen blöden Panzer niedermachen? Mit unserem Panzerfaust oder mit unserem Superblast? Ich habe keine Panzerfaust. Ich auch nicht. Vielleicht können wir sie auch noch wegmaschen. Ich habe so eine Dildo. Guck mal, ich habe sie weggemascht. Kaputt. Burn, baby, burn. Oh. Oh Mann, warum klappt denn das heute mit dem Umbringen nicht? Hm. Also, geht doch. So, das war's. So, jetzt nehme ich den Dildo in der Hand. Ausmauer dich damit. Ich hau jetzt den Dildo. Kannst du denn mit sowas umgehen? Siehst du doch, klappt ganz gut. Pussy. Oh. Sie ist ihrer Pocket-Pussy verschwunden. Oh, es fängt schon wieder an zu ruckeln. Bam! Das tat weh. Wo sind denn alle? Ich bin die Dildo-Queen. Wo sind denn alle? Folge der Dildo-Queen, dann findest du sie. Da hängt jemand. Wer hängt? Da hängt. Oh, was ist denn da oben? Alter, fettes Schiff, Hilfe! Ah! Ich hab ihn gerade den Dildo durch den Bauch gerammt. Schön. Alter, bam. Ich sterbe. Mach mal was. Nix. Ich bin tot. Wo bist du denn? Wiederbelebung. Dieses Schiff ist ja mal richtig ätzend. Komm hoch. Was machen wir gegen das Schiff? Nix. Das nervt. Soll ich dem Schiff auch ein Dildo um Ohren hauen? Ey, ich hab's kaputt gemacht. Ja, ich bin da gerade. Freu dich doch mal. Nein, kann ich gerade nicht. Da ist noch ein Schiff, machst du mal? Nee. Nee, irgendwann reicht's. Achso, da oben ist ein Sniper. Ein Laserpointer, würde ich ganz sagen. Den hab ich gleich, den hab ich gleich. Oh Mann, du hast ihn hinfallen lassen, das Miststück. Oh. Hier ist noch ein Datenpunkt, den hole ich mir. Ja, mach das, lass dir Zeit. Lass jetzt komm ich hier runter gesappt und jetzt voll drauf. Bam! So, jetzt hau ich der Dominatrix wieder mein Dildo um die Ohren. Oh, hat daneben gewetzt. Toll, ja, du hast mich getroffen. Niemals. Dildo, Dildo. Was macht sie denn da oben? Er schießt ihn hier schon wieder so unfähig. Bam! Gegen meinen Dildo hat sie keine Chance. So, gib das Herz her, ich brauch das. Yeah. Can you get me off this thing? Hang on. Runterholen? Gerne, wo? Wann? Wie? Olli holt gerne runter. Aua! Wollt ihr auch mal den Dildo um die Ohren haben? Soll ich? Ich war hier gerade am Arbeiten. Kann doch nicht dein Ernst sein. Das war... Vor allem der Dildo passt farblich zu meinem Muskelshirt.
Ja, der steht hier wunderbar. Schnauze! Ich werde hier gerade echt ein bisschen aggressiv. Möchtest du meinen, dass ich den Dildo irgendwo reinstecke? Nein. Ich steck den dir gleich irgendwo rein, dann bin ich zufrieden. So, wir müssen noch da hinten. Kommen Sie bitte mit. Ja. Ups. Und bumm. Und bumm? Hat's bumm gemacht. Da war ein Eiswagen. Und da hat's bumm gemacht. Aber mein Dildo hat ihn aus dem Weg geräumt. Psst. Und ich fliege, 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 fliege im Sauseschritt und nehm den Jarkon mit auf unserem Liebestrip. Das hat gesessen. Das wären wieder kurze Nächte. Hauptsache, sie machen Spaß. Wie? Warum gibt's denn auch immer so viele da? Ja, die wollen alle ein Dildo. Gibt's? Die wissen, dass ich die Dildo-Queen bin. Ist ein Weg. Ah, ihr kriegt alle ein Dildo von mir ab. Kein Problem. Ein schön rosa Dildo mitten ins Gesicht. Das träumt doch jeder. Easy for you to joke about. You aren't the one getting the crap kicked out of you. That's what can go on at those things. Besides, oh, ich mag den Dildo. Glaube, ich bin schon wieder gut tot. Könntest du mal aufhören, meine Energie mal einzusammeln? Oh, ich treff's nicht. Wo ist es? Ah, hier. Erstmal hier die Grün. Und bang! Oh, daneben. Dildo. Dildo hat dich lieb. Was ist denn hier noch? Was war das? Die ist schon vor Angst gestorben. Ja, ich glaube, da war es. Ist einfach in sich zusammengesunken. Mann, nimm den Dödel aus meinem Gesicht. Bullen, haltet euer Maul. Oh, jetzt kommen die Dildo-Männer. Jetzt wird's hart. Wo sind hier die Dildo-Männer? Oh, das war er nicht. Hier ist der Dildo-Mann. Du bist der Dildo-Mann. Bam. Bam. Da bekommt der Begriff Heads Up doch gleich eine ganz andere Bedeutung. Bullen! Bullen! Weg zu Dildo Queen. Achso, das bin ich ja. Explodiert doch endlich. Oh. So, was müssen wir denn noch hier machen? Alles töten. Bam. Ups. Immer klaut er mir meine Energie. Clothesline from hell. Achso, wir können schon hier hin. Wir müssen uns gar nicht mehr mit dem beschäftigen. So, dann führe ich mal mein Dildo hier ein. Ja, schieb rein das Ding. Du musst mir mal den Rücken frei halten. Mach ich doch. Damit auch jemand richtig gut ansetzen kann. Nicht, dass er nur wem weh geht. Ja, da war ich richtig tief drin gerade. Huch. Hey, du Sch... Immer werde ich hier mit einem scheiß Dildo niedergeknüppelt. Hast dich nicht langsam dran gewöhnt? Ich mag das nicht. Hast du denn gegen Dildo? Ist schmerzt. Hey, no, that's just what was in the script. That's no excuse. Actually, it kind of is. Whatever, you could have changed the script. Now quiet, this is the best part. Richtig. Das ist der beste Part. Wo Jarkon mit dem Dildo niedergeknüppelt wird. Das wird Fans anziehen. Kriegt auch noch so ein Ding. Nee, du nicht. Spät, dafür muss man... im Verlauf gibt es noch eine richtige Fleischspeitsche. So ein Dildo muss man ein rosa Muskelshirt anhaben, sonst gibt es das nicht. Was ist denn jetzt schon wieder los? Wer schießt denn? Alter, die verkackten Bullen hier.
Alter, ganz schön viele. Kannst du mal ein bisschen helfen hier? Nö. Ich bin gerade hier dabei, die Welt zu retten. Mit meinem Dildo. Ja, toll, das war's. Game over. Hä? Hey, Kinsey, how come the Dominatrix hasn't found you yet? I've been able to mask my signal until I had everything set up. I'm just that good. So what's this trap you mentioned? I did, and it's totally brilliant. You see, I set up... Boring! What the hell are you doing? Das denke ich mir auch manchmal. Wer schießt denn hier? Ich weiß nicht, ich kann nichts machen. Nope, still talking. Oh, come on! Cheers, man, don't be a dick. Hold on. So mache ich das mit deinen Videos auch immer. Boring! Good, because I dropped the masking signal and she should be on her way. So, jetzt kommt noch mein Dildo zum Einsatz. Yeah, boom! You can't have my ginger. Thanks? We'll just see about that, won't we? Oh, Dominatrix hier, da. Heiliger Wimmer. Hat mir doch ein Auto auf den Kopf geworfen. Dildo. Auch eine andere Waffe. Ich hau jetzt wieder mein Dildo um die Ohren. Ach, ich hab ja auch ein Dildo. Du darfst ihn nicht. Achso, das war mir Kenzie. Ey! Ey, nicht mich. Warum haust du mich? Du hast mich gehauen. Was ist das denn hier hinten? Achso, jetzt müssen wir hier irgendwie mal hin. Kann ich mein Dildo wieder tief reinstecken? Oh yeah. Geil. Ey, ist schon ganz geil mit dem Penis drauf zu haben. Oh nein! Aber du verlierst überhaupt nichts. Mit dem Dildo. Jetzt müssen wir den zweiten. Welchen zweiten? Ja, ich mach schon. Mach mal alle platt. Ja, mach ich. Und wieder rein mit dir, du geiles Stück. Wuhu! Stop this now! No! Stop this! Ich bin mal tot. Ja. Ich auch. Macht gar nichts. Komme! Ey, du Band! Da reg ich mir. Ich hab grad den super Wurf gemacht und dann kommst du, Dildo-Halter, wieder um die Ecke. Warum ist das so dunkel hier eigentlich? Weil wir gleich tot sind. Niemals. Doch. Letzte die Dominatrix gefangen. Oh yeah. Wo ist denn hier Dominatrix? Ach da. Da hinten. Komm her, du. Ich hab hier eine Superwaffe. Du Affenarsch. Du bist hier der Affenarsch. Oh, Mann. Wie geht denn das? Alter, die wirft mir dauernd was an den Kopf. Ich brauche Energie, verdammte Scheiße. Gut, dass ich gerade hier neben bin. So, und wieder ruhig rein. Halt, um zu aktivieren. Halten. Ja. That's it. Only one more left. Woohoo. At this point, the Dominatrix will run away or something. Well, if you had listened to my explanation instead of skipping the majority of it, you'd know the nodes are also keeping her from escaping the area. Hab's ja gleich. Oh, right. Das war's. Für dich? Nee, für sie. So, einen haben wir aber noch, den wir. Wo ist es? Ich mach mal. Mach mal. Und ein letztes Mal richtig tief rein. Mit dem Dildo durch den Hinterausgang. Na also. Einfach weg. Then how come I don't see her? It did. It trapped her in a single body. Though I'm not exactly sure where. Fantastic. Woohoo! Einfach unglaublich gut. Tja, machen wir jetzt erst noch ein kurzes Päuschen oder machen wir in eins durch oder was ist jetzt hier eigentlich die Sache? Die Sachlage. Ich würde sagen, wir machen erstmal ein kleines Päuschen, denn dann haben wir die Folge nämlich einfach. Meinst du safe, ja? Safe. Ja, genau. Na gut, dann machen wir jetzt hier nochmal kurz Enter. Achso, ja, Enter. Und, ich bin wieder auf dem Schiff. Ja, dann sag ich mal, machen wir hier auf Wiedersehen. Oder? Wiedersehen. Macht. Zum nächsten Mal. Heute.
und tschüss. Tschüss.